Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. Ja, wir haben jetzt unsere Frontplatte gezeichnet und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir mal eine technische Zeichnung erstellen aus dieser Frontplatte. Wir haben also jetzt unsere Frontplatte hier und irgendwie wollen wir das hier vielleicht mal von herstellen lassen oder was auch immer. Das heißt, wir brauchen da irgendwie mal eine technische Zeichnung, dass wir die jemandem anders geben können, der eventuell mit seiner Technik hier so eine Frontplatte für uns herstellt. Gut, wir haben also diese Frontplatte. Wir wechseln mal in die sogenannte Techtra-Arbeitsumgebung. Techtra heißt technische Zeichnung und wir ziehen uns mal hier wieder unsere Arbeitsmenüs ein bisschen passend hin, dass wir hier gegebenenfalls besser arbeiten können. Bevor wir jetzt anfangen können, müssen wir uns eine technische Zeichnung erstellen. Das kann ich jetzt einmal hier mit diesem Button aus einem neuen Zeichnungsblatt aus der Vorlage erstellen oder ich gehe hier auf dieses Symbol von dem Ordner, da klicke ich mal drauf und dann komme ich hier in den Installationsordner von FreeCAD. Und da haben wir hier sogenannte Templates und da kann ich mir also hier verschiedene Dinge aussuchen können, also Vorlagen aussuchen hier, die ich nutzen kann. Und da haben wir hier zum Beispiel eben 4 Landscape und wir nehmen mal hier die ISO 7200 und dann können wir da mal draufklicken. Und dann haben wir hier also diese Vorlage, wir können auch eine andere Vorlage nutzen. Ja. Können wir mal schauen, dann sehen wir jetzt, hier sind also verschiedene Vorlagen drinnen. Jetzt haben wir hier gleich 2 Pages geöffnet, also jede Vorlage, die ich öffne, sind also verschiedene Pages. Wie kriege ich sowas weg? Ich gehe hier drauf, sage hier einfach einmal Rechtsklick löschen und dann wird die hier entsprechend entfernt. So, jetzt haben wir hier unser DIN A4 Blatt. Und wir wollen jetzt natürlich eine Ansicht auswählen oder wir wollen jetzt hier irgendwas hinzufügen. So, dazu gehen wir hier auf unseren Körper. Wir wählen den also an. Und jetzt kann ich hier sagen, ich möchte eine Ansicht hinzufügen. Ich ziehe hier mal noch die Menüs ein bisschen raus. Beim ersten Start ist das manchmal ein bisschen mühselig. Und dann sehen wir hier oben, ich ziehe das mal hier nach unten, dass wir hier ein bisschen bessere Übersicht haben und unser Startmenü hier nach. Ich kann das hier auch seitlich anheften. Das kann ich mir also hinziehen, wie ich möchte. So, ich wähle also jetzt dann, nachdem ich diese Seite erstellt habe, hier das Pad an und kann jetzt sagen, ich möchte mal hier eine Ansicht einfügen oder ich kann hier eine Ansichtengruppe einfügen. Wichtig ist, wenn ich jetzt hier drauf gehe, ich lege jetzt mal hier irgendwie mein Element so hin, das würde jetzt genauso, wie es jetzt hier im Raum liegt, auf dieser Page erscheinen. Deshalb sollte ich natürlich auswählen hier von entsprechend vorn oder von oben. In dem Fall von oben, das ist unsere Ansicht und so wollen wir das jetzt auch in unsere Zeichnung reinbringen. Das heißt hier, kann ich auch mal draufklicken, dass es wirklich in dieser Ansicht liegt. Dann wähle ich das hier an und ich sage, ich möchte jetzt mal eine Ansicht einfügen. In dem Fall, wenn ich hier auf diesen Button Ansicht einfügen gehe, wird jetzt diese Ansicht eingefügt, genauso exakt, wie es hier drin liegt. Ja, würde ich jetzt also zum Beispiel das so reinlegen, könnte ich jetzt hier nochmal auf Ansicht einfügen gehen. Muss ich natürlich vorher den Pad anwählen und sagen Ansicht einfügen und dann wird es auch eingefügt. Und wenn ich jetzt hier auf die Page gehe, dann sehen wir, haben wir jetzt hier 2 Ansichten drin. Eben, ich kann das dann hier an diesem Rahmen anfassen, View 01 und View. Und so wie das eben im Raum liegt, wird es dann entsprechend hier dargestellt. Auch hier kann ich jetzt wieder das jetzt direkt exportieren, wenn ich hier drauf gehe. Und wir wollen aber mal hier diese View wieder raus haben. Diese View wollen wir erstmal raus haben. Wir sehen jetzt, diese View ist jetzt hier oder diese Ansicht ist jetzt natürlich hier wesentlich zu groß für unser Blatt. Wir haben ja ein DIN A4-Blatt und die wird jetzt wirklich in 1:1 dargestellt.
Und da gehen wir hier rechts, links, Entschuldigung, wir ziehen uns das mal hier ein bisschen höher. Kann ich mir die Ansicht hier ändern mit verschiedenen Farben? Und wir gehen aber mal hier auf Daten und dann sehen wir hier den Scale Type. Also wir müssen das jetzt hier irgendwo mal drauf einpassen und am besten ist es oder am einfachsten ist es einfach zu sagen automatisch und mit 0,5, dann kann ich hier auch diesen Scale Type noch ein bisschen anpassen. Er macht das jetzt hier automatisch in dem Fall und passt mir das also automatisch auf diese Seite ein. Sollte das jetzt aus welchem Grund auch immer nicht klappen, kann ich jetzt nochmal hier drauf gehen auf Custom, also manuell und könnte jetzt hier zum Beispiel eben mal 0,7 anwählen, dann wird das entsprechend, sobald ich da rausgehe, entsprechend angepasst. Das wäre also jetzt 70% von dieser Darstellung. Sollte ich mal eine kleinere Darstellung haben, also 1 ist immer das Originale, so wie ich es gezeichnet habe, könnte es natürlich auch sein, wenn ich ein sehr kleines Element habe, dass ich das mal größer zeichnen müsste, um das schöner darzustellen auf meinem Blatt Papier, dann sehen wir das eben so. Bewährt hat sich aber in der Regel auch automatisch und wir sehen, dann liegt also hier unsere Frontplatte schon soweit mal passend drin. Mit diesen Einstellungen hier kann man durchaus mal ein bisschen rumspielen. Das macht also durchaus auch Sinn. Wichtig ist jetzt, dass wir mal noch in die Einstellungen gehen von dieser Arbeitsumgebung. Das heißt, wir gehen mal hier oben auf Bearbeiten, Einstellungen. Bin dann automatisch hier in den allgemeinen Einstellungen hier oben und dann wähle ich hier unten, wenn ich hier runterscrolle, die Textur aus. Und ich habe jetzt hier mal die Schriftgröße noch etwas angepasst auf 3 mm für Hilfslinien, also für die verdeckten Kanten werden Linien dargestellt. Dann kann ich jetzt hier noch eine Standardvorlage auswählen. Dann müsste ich in diesen Ordner hineinwechseln, da würde der mir auch eventuell diese ISO 7200 direkt entsprechend gleich laden, wenn ich auf die Standardeinstellung reingehe. Hier beim Skalieren kann ich sagen, also Seitenmaßstab immer 1,0. Hier würde ich mal vielleicht noch automatisch einstellen. Das heißt, wenn ich in Zukunft hier Ansichten einfüge, werden die also gleich automatisch dann auf die richtige Sache eingestellt. Hier kann ich noch ein paar Knotenpunkte einstellen. Auch die Knotenpunkte, das sind hier diese schwarzen Punkte, die wir hier in den Ecken sehen. Da werden wir dann nachher unsere Bemaßung anlegen. Die habe ich hier mal ein bisschen kleiner gemacht, einfach weil die Bohrungen so klein sind, dass die hier nicht andere Dinge verdecken. Habe ich die ein bisschen kleiner gemacht. Hier ist normalerweise 5 eingestellt, habe ich auf 2 geändert. So, wir wenden das Ganze mal an, sagen okay. Und jetzt möchten wir als erstes mal eine Bemaßung erstellen. Und zwar gehen wir jetzt mal wie folgt vor. Ich habe jetzt wieder hier Bemaßungswerkzeuge. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel horizontal oder vertikal bemaßen. Dazu muss ich natürlich erst einmal Punkte auswählen. Ich gehe also hier auf den Punkt. Wenn er gelb wird, wähle ich diesen Punkt an, sage, ich möchte jetzt hier noch den Mittelpunkt anwählen und sage, ich möchte ein horizontales Maß ansetzen. Und wenn ich das hier drauf gehe, wird das dann so grünlich und ich kann mir das hier entsprechend ablegen. Wir sehen jetzt hier 7,9 mm. Dann haben wir jetzt hier noch einige andere Maße. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Also ich kann jetzt hier jedes einzelne Maß anlegen. Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit. Ich kann auch hergehen und sagen, ich möchte jetzt, ich mache das hier mal wieder rückgängig. Ein sogenanntes Kettenmaß anlegen, das heißt, ich wähle als erstes einmal diesen Punkt, dann wähle ich diesen Punkt, dann möchte ich diesen Punkt haben, ich wähle mir diesen Punkt aus, wähle mir diesen Punkt aus, dann ziehe ich das Ganze hier weiter nach rechts. Dann wählen wir mal diese ganzen Bohrungen aus. Als erstes und ebenfalls diese Bohrung noch und vielleicht sogar diesen Punkt hier. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte hier eine horizontale Maßkette erstellen.
oder eine vertikale. Wir wollen eine horizontale erstellen, dann klicke ich hier drauf und dann errechnet mir KiCad hier, FreeCAD die ganze Maßkette. Da habe ich das also einmal komplett durchgewählt. So, jetzt kann ich die alle händisch einzeln hochschieben. Das machen wir natürlich nicht. Auch hier gehen wir wieder Steuerungstaste gedrückt halten, so wie wir es mit die Punkte gemacht haben. Gehen hier auf die Zahlen drauf. Sobald die gelb werden, klicken wir sie an. Dann wird das hier grün. Und dann gehe ich einfach mal durch. Setze das dann einfach hier an. Lass dann die Steuerungstaste los. Klicke auf das letzte Maß hier und ziehe das einfach nach außen. Damit habe ich jetzt entsprechend hier meine Maße schon für die ganze Bohrkette. Dann brauchen wir jetzt hier mal für diesen Durchmesser, kann ich dann hier entsprechend angeben, sind also 5,2 mm. So, jetzt wollen wir natürlich das hier nicht an jeden Einzelnen dran machen, sondern ich kann dann hier, wenn ich dieses Maß ausgewählt habe und es ist grün, kann ich hier links in die Daten reingehen und dann kann ich hier das Format ändern. Das heißt, ich gehe mal hier drauf, jetzt bitte nicht weglöschen, sondern nach vorne gehen auf Position 1 und dadurch, dass das also 5 Bohrungen sind, mache ich hier einfach 5x Leerzeichen und dann weiß der geneigte Metallbauer, der uns also unsere Frontplatte hier bohrt, dass das also diese 5 Bohrungen jetzt hier mit 5,2 mm sind, zu bohren sind. Und dann machen wir das Ganze hier nochmal. Wir wählen wieder unseren Kreis aus, sagen hier Durchmesser, da haben wir hier die 3,2 und dann gehen wir ebenfalls wieder hier rein und sagen viermal. Und dann sollte auch erkenntlich sein, dass wir jetzt diese vier Löcher meinen. Dann brauchen wir noch hier diesen Ausbruch. Dann kann ich also hier drauf gehen, wähle mir die Linie an, sage horizontales Maß. Ich muss also nicht unbedingt die Punkte anwählen. In dem Fall ist es eindeutig. Dann habe ich jetzt also hier das Maß mit 19 mm, dann wählen wir hier unsere senkrechte Linie an, sagen eine senkrechte Bemaßung und ziehen uns das mal hier noch nach draußen. Ich sehe jetzt, dass das hier nicht gefällt, mir nicht so ganz gefällt, kann ich also das Maß wieder anwählen und mal löschen. Dann ziehe ich mir das so hin und gehe jetzt hier auf diesen Durchmesser, setze den dahin, dann kann ich hier wieder meine Auswahl treffen, indem ich das jetzt hier schick mache. Dann haben wir also diese Bemaßung und jetzt brauchen wir im Wesentlichen noch eine sogenannte senkrechte Bemaßungskette. Dann gehen wir mal hier auf dieses View, wählen das mal hier nach unten an, schieben das hier ein bisschen nach rechts, dass wir hier unsere senkrechte Maßkette noch hinbekommen. Und dann kann ich also hier wieder vorgehen, wie ich das schon bei der horizontalen gemacht habe. Also Punkt anwählen, Steuerungstaste gedrückt halten, nächsten Punkt anwählen. Ich zoome mal hier ein bisschen rein. Dann wählen wir diesen Punkt an. Na, so. Also alle erwischen. Und hier den Punkt hier unten. Diesen Punkt entsprechend unten. Und jetzt sagen wir, wir möchten jetzt hier eine vertikale Bemaßung erstellen. Dann haben wir die hier auch gleich. Wir wählen wieder unsere Bemaßung an, ziehen die jetzt hier wieder nach außen und wir sehen, dass jetzt unsere Bemaßung jetzt hier ein bisschen tricky aussieht. Ich könnte die jetzt also händisch ziehen hier für mich entsprechend passend ziehen, um das so darzustellen. Da gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, die möchte ich euch auch noch zeigen. Also ich ziehe mir jetzt die Maße hin oder ich mache das hier nochmal rückgängig.
Na. Löschen wir sie von Hand raus. Mit Entfernen geht das auch. Also anwählen, grün unterlegt, von Hand löschen. Es gibt nämlich noch eine weitere Möglichkeit, die möchte ich euch auch zeigen. Wir wählen nochmal unsere Punkte an. Das heißt, diesen Punkt, diesen Punkt, diesen Punkt hier unten. Wo gehen ist also genau das Gleiche. Wir erstellen nochmal eine vertikale Maßkette. Wählen jetzt diese Maße mal hier alle aus und sagen hier oben vertikale Maße anordnen und schwupp werden die hier so rausgeschoben. Jetzt sind sie noch grün markiert. Ich kann sie also einmal anklicken, ziehe die mir hier noch ein bisschen nach links raus und damit haben wir unsere Zeichnung im Prinzip bemalt, so wie wir das brauchen. Was könnten wir jetzt noch tun? Wir könnten jetzt noch hergehen und sagen, wir bemaßen noch diesen Abstand und diesen Abstand, damit dann auch ersichtlich wird für unseren Ersteller der Frontplatte, dass wir hier also mittig diesen Ausbruch gestellt haben. Damit wäre das dann hier soweit bemaßt. Und wir können jetzt hergehen, wir schließen das Ganze, gehen mal hier drauf und sagen, ach nee, halt nicht hier drauf, sondern auf Page. Da haben wir es auch nicht. Dann machen wir es übers Menü Datei, exportieren. Und jetzt kann ich das als DXF exportieren oder irgendwo war hier PDF zum Beispiel. Genau, ich lege mir das jetzt mal hier auf den Desktop, sage jetzt hier Frontplatte.pdf und damit ist die ganze Sache exportiert. Dann öffnen wir das Ganze mal. Gehen wir hier auf den Desktop und dann haben wir hier unsere Frontplatte.pdf. So, na komm, geh auf hier. So, dann sehen wir jetzt also hier unsere Frontplatte PDF schon entsprechend sauber bemaßt. Die könnte ich jetzt drucken und in die Produktion geben. Und was wir natürlich noch machen können, wir schließen das hier alles nochmal, was wir natürlich noch machen können, wir verewigen uns hier in unserem Textfeld. Da können wir hier auf diese grünen Flächen drauf klicken, dann schreibe ich jetzt mal hier entsprechend meine Werte rein. Ich kann das hier auch rauslöschen. So, dann haben wir hier, was weiß ich, vergeben wir hier halt paar vernünftige Namen. Können wir hier reingeben. Frontplatte 19 Zoll mit Sub D9 Pol Ausbruch. Ja, könnte ich jetzt also hier entsprechend noch meine ganzen Dinge bestellen. Dann haben wir jetzt hier noch den Maßstab. In dem Fall ist das ja 1 zu 50. Wir haben es ja um die Hälfte verkleinert. Dass es drauf passte, kann ich dann entsprechend eingeben. Ja, Blattnummer ist dann eben 1 von 1 natürlich in dem Fall. Und ich kann das jetzt hier also alles weiter befüllen. Dann können wir hier mal noch das Datum eingeben. Also und dann ist das hier auch schon alles drin und so weiter und so weiter und so fort. Kann ich also hier das entsprechend befüllen und jetzt in verschiedenste Formate exportieren. Sollten wir natürlich vorher die Page anwählen. Ja, hier Datei
exportieren. Und jetzt kann ich hier also die tollsten Formate auswählen, von Drawing für AutoCAD oder DXF oder eben entsprechende Formate, die hier Sinn machen, und kann das dann eben weiterverarbeiten, drucken oder entsprechend in andere Programme wieder einlesen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.